Ich habe eine gute für dich. Die Geschichte beginnt hier auf dem abgelegenen Planeten Pandora. Für viele nur eine Wüste voller Gier und Gewalt. Und das stimmt? Hallo. Eine Sirenenkriegerin von Partali, eine Max, ein Bestienmeisterbot, Heimatwelt unbekannt. Lass das Ding nicht von der Leine. Neuer Kammerjäger, was? Ich bin Marcus. Hast dir die richtige Zeit ausgesucht, um bei den Crimson Raiders mitzumachen. Du hast den Angriff überlebt. Ich bin Lilith, Commander der Crimson Raiders. Diese Banditen. Und willkommen auf Pandora! Hey, du musst der neue Rekrut sein! Ich bin Ziel vom PTP-Vielzweckroboter, aber nenn mich einfach General Claptrap von den Crimson Raiders. Wie heißt du? Du darfst mich Fleck nennen, bis ich entscheide, ob ich dich töten werde. Danke, ich bestell dir schon mal einen Grabstein, nur für den Fall. Also, diese Penner, die dich umbringen wollten, sind die Kinder der Kammer. Ein Banditenkult, der seinen gruseligen Anführern mit blindem Eifer folgt. Das erinnert mich an... Wenn du nach meiner Pfeife tanzen willst, brauchst du ein Echo-Gerät. Das Echo 3. Etwas effektiver als das Echo 2 und doppelt so teuer. Abgesehen davon ist der Akku der Echo 2 ab und zu explodiert. Darum werden sie jetzt als Granaten verkauft. Herhören, Rekrut. Lilith hat befohlen, das Propagandazentrum der Kinder der Kammer einzunehmen. Zeig diesen Kultspinnern zu zeigen, dass man sich nicht mit den Crimson Raiders anlegen sollte. Mir nach, Rekrut! Auf zum Ruhm! Bevor wir unsere gerechte Rache ausüben, musst du dein Echo an diesem Schnellwechsel registrieren. Wenn wir den Kult besiegt haben, bin ich berühmt. Und während ich Autogramme schreibe, musst du streng reinblicken, während du mich vor den zahllosen Fans / Stalkern beschützt. Nutzungsbedingungen? Zum Propagandazentrum geht's hier lang. Ein verschlossenes Tor? Nein, das darf nicht sein. Die ganze Mission ist ruiniert. Denk nach, Claptrap. Du bist tapfer und wunderschön. Und die Leute tun immer, was du ihnen sagst. Das ist es. Rekrut, öffne das Tor. Das ist ein Befehl von deinem Vorgesetzten. Das war unauffällig. Wie hast du so lange überlebt? Bleib locker! Auf Pandora ist es eigentlich eher seltsam, wenn was nicht explodiert.
Rekrut. Du wirst sie brauchen. Diese Waffen, so wie ich, haben nicht nur eine Primärfunktion. Ich kann tanzen und singen. Und heilige Waffen haben einen alternativen Feuermodus. Probier's aus. Mir nach, Rekrut. Aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei dir. Sieg werde ich stärker. Ich bin älter als du denkst.
Jetzt bist du unbesiegbar. Nicht wirklich, aber die Leitfrau ist da, dass die Schiff mit nur einem Partei erledigt. Also rein mit dir, Rico. Hey, Schiff! Deine dämlichen Freunde sind alle tot. Ich fordere dich zu einem Urteil durch Kampf heraus. Aber weil ich an diesem Magneten festhänge, wird mein loyaler Champion dich an meiner Stadt bezwingen. Komm rein, Ketzer! Ich habe heute meine Opferquote noch nicht erfüllt. Messerschwingender Irrer im Einsatz. Super tot. Ein Punkt für die Crimson Raiders. Du und Claptrap, ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Oi! Sehr gut. Bist du tot? Denn nicht. Setze Markierung. Die Steuerung ist im ersten Stock. Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Ich bin Flag. Und du bist die Stimme in meinem Kopf. Erkläre dich. Ja, yeah, was das betrifft, das wird nicht das Schrägste sein, was du auf Pandora erlebst. Aber im Ernst, danke, dass du dich gemeldet hast. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Willkommen bei den Crimson Raiders. Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmod wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Ich benutze das ein anderes Mal. Das ist deine Beerdigung. Hey, hörst du auch dieses blutrünstige Geschrei? Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekrut. Wir sind so viele! Wir sind verloren! Verloren! Es ist Feuerhaus! Die Gottkönigin
für die Jagd wiedergeboren. Was für ein Fall! Gut gekämpft, Killer. Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt. Und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Ich halte Wache! Perfekt. Was haben wir denn hier? Sieh! Der Sonnenklopper-Clan hat die heilige Kammerkarte geborgen! Schicke unsere Anhänger, um die Sonnenklopper in unsere heilige Familie einzuladen! Beeil dich! Die Zwillingsgötter werden hungrig! Die Karte. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Ich öffne das Tor. Komm schon, hier lang. Und zu den Kalypsos. Finde den Sonnenklopper Kriegslord und tue, was nötig ist, um an die Karte zu kommen. Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ich gehe Müll abhängen. Also, was haben wir hier? Oh, dieser Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Soll ich da Gewinn machen auf diesem öden...
Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Ich weiß gerne, mit wem ich arbeite. Wieso bist du ein Kammerjäger geworden? Tod befiehlt mir, die Lebenden zu jagen und zu ihr zu bringen. Ich bin ihre Klinge und ich muss mich ewig schärfen. Die Kammern sind die ultimative Jagd. Also bin ich hier. Desto mehr Kills. Ruh dich jetzt aus. Deine Jagd ist vorbei. Ist verstummt. Endlich meine Belohnung! Beginnt. Es
Gesundheit. Ich kümmere mich darum. Ist erst der Anfang. In einer Minute hole ich dich mir. Rechts! Ja. Ich brauche einen Moment. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so! Rette mich! Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben! Nicht so! Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne ab, aber nicht so! Nicht so! Meine Unterhose ist... Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin auf einer endlosen Jagd nach dem Ruhm von... Oh, du meinst im Moment, ich arbeite mit Lilith und den Crimson Raiders zusammen. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenkörper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alien-Schrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bros. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? Im Propagandazentrum des Kults hier in der Nähe. Es gehört jetzt uns. Das ist super! Na los, nichts will weg hier! Ich gehe vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Ja, sie haben wie Tiere gekämpft. Kranke, verwundete Tiere. Mit dem Firehawk. Diese Kalypsos hören nicht auf, bis alle Banditen auf Pandora sie als Götter verehren. Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Morn? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los,
Crimson Raiders. Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Oh, und wenn du dich besonders grausam fühlst, besorg eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Man ist diesen Schiefidioten. Er dachte, es ist so cool, nur weil er dieses riesige Messer oder Schwertdings hatte. Kinder der Kammer. Ich kann's nicht glauben, dass die Banditen sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Die Karte war nicht da, also habe ich mir diesen Banditen geschnappt. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Wow, ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht. Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyrene wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Ups, ich bin abgerutscht. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Wow, du bist echt eine Wucht. Man braucht eine Armee, um dich umzunieten. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Nicht!
laufen? Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Wir sind am Fall. Du bist treu, der Kopf rein. Kannst du mich sehen, Tod? Ich hab nichts mehr. Das Schiff fast fertig ist.
Sobald sie die Karte hat, können wir los. Hat Ellie dich in Fahrt gebracht? Sie schafft es immer. Fahr jetzt zur Heiligen Rundfunkstation und finde diese Karte. Jo, Kammerjäger. Die Straße da führt direkt zur Heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Na los, nimm sie! Ihr macht es doch nichts aus, in Eingeweide zu wühlen. Festhalten! Nachdem ich einen Kerl nur mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einen? Na, dafür bräuchte man einen 20-Pack. 18 mindestens. Nicht würdig für die Jagd.